Ja, hallo erstmal nochmal von meiner Front. Ich habe das Kapitel nochmal von vorne angefangen. Ich habe alles genau so gemacht, wie ich es vorher auch gemacht habe, bis auf ab jetzt. Ab jetzt wird es sich ändern, ganz geflissentlich und sehr stark und ganz doll und übertriebenmäßig, weil es ist nur noch alles aus dem Ruder gelaufen. Es ist nur noch schief gelaufen. Es ist überhaupt nichts mehr so, wie ich es wollte. Und das hat einen Lauf angenommen und weiß nicht, dieses Kapitel hat so viele Konsequenzen mit sich getragen, mit denen ich nicht leben konnte, zumindest nicht jetzt in der ersten Runde. Das war nein. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme das nochmal neu auf, weil auch wenn ich jetzt. Jetzt habe ich voll gegen das Mikro gehauen, entschuldigt. Auch wenn das jetzt ein bisschen unfair ist, aber ich. Nee, ich möchte jetzt nichts verraten, aber es war einfach nur, wo ich gesagt habe, nein, das kann ich nicht. Das möchte ich so nicht und verzeiht, aber das. Wollte ich einfach verhindern, wie es so kam, wie es dann so kam. Und ja, ich möchte es anders haben. Ich sollte wohl einen Happen essen. Alles Klärchen. Aber wir gucken unseren Freund erstmal an, den wir hier im Glas gefangen haben. Hallo, du süßes kleines Ding. Bist du niedlich. So, wir schauen mal in den Spiegel. Ich sah fürchterlich aus. Naja, zumindest das, was man so sehen kann, ist jetzt wirklich nicht viel gewesen. Okay, ein Gulli. Oh, puff. Ich war zu geschwächt, um den Hebel zu betätigen. Na, was wir jetzt auf jeden Fall haben, ist schon mal ein Eimer. Der hilft uns auf jeden Fall. Das ist hoffentlich kein Nachttopf. Das hoffe ich auch für dich. So viel kann ich aber verraten. Nein, es ist kein Nachttopf. Aber hier drüben war noch ein Ventilchen. Das konnten wir Ist drehen. das Haferbrei? Yummy. Ein richtiger Klecks Haferbrei. Geht. Es ist matschig und kalt. Und vor allem, wie viel muss davon in den Rohren stecken, dass man vielleicht auch nicht mehr so ganz köstliches Haferbrei bekommt? Ganz köstlichen. Oh, ich stelle mir das eklig vor. Uah. Ich fühlte mich sofort besser, doch lange nicht so stark wie sonst. Das ist verständlich. Wir gucken Mir mal. ging es besser, doch ich brauchte Ruhe. Wir haben zumindest ein Ärmchen schon mal. Mit einem Arm können wir das Bettchen bewegen. Endlich. Na dann. Gute Nacht, Newton. Und gute Nacht, Sally. Gute Nacht, Finn. Schlaf gut, Hüpf. Gute Nacht, Fuego. Oh, da läuft gerade einer durchs Süße Wasser. Träume, Molly. Schlaf du auch gut, Graham. Du arme Schaf. Ich weiß nicht, wie lange ich in diesem dunklen Raum festsaß, doch eines Tages änderte sich alles. Kein Haferbrei mehr? Oh-oh. Die fürchterlichen Kobolde wollten, dass ich für sie arbeitete. Und ich musste gehorchen. Arbeit? Das ist noch schlimmer als Gefangenschaft. Diese Monster. Diese Monster, ja, Arbeit. Wow. Wenn Herr von Schling gefangen war, hatte ich keine Chance. Der hat eine Lebensanzeige. Das finde ich ja ganz großartig. Ich verstand kein Koboldisch, aber sie wollten wohl, dass ich die ganzen Netze entfernte. Ist okay. Und falls ihr euch das erraten könnt, Lebensanzeigen. Ich sag's nur. Ja? Rubber da. Was haben wir hier? Oh, okay. Ich will noch mal was ausprobieren. Das habe ich die erste Runde nicht gemacht. Komme ich an die Truhe? Oh, verdammt. Na, das wollte ich so nicht.
Geh mal ran da. Nochmal. Und an die Truhe. Nein, alles klar. Böse Ratte! Böse Ratte! Ratte mal, wer stirbt? Alter. Okay, ich wollte es wenigstens ausprobieren, weil ich habe es beim ersten Durchlauf nicht gemacht. Und ich wollte jetzt wissen, was passiert. Okay, okay. Dann schleppen wir uns jetzt mal so ganz träge hier durch die Gänge. Uiuiui. Was haben wir hier? Wasser. Trinken wir oder waschen wir nur unser Gesicht? Können wir das bewegen? Wenn ich etwas mehr Kraft hätte, würde ich es schaffen. Alles klar. Dafür brauchen wir mehr Muckis, die uns im Spiegel angezeigt werden. Also so schlapp, wie der Erd auch gerade rumläuft, glaube ich das auch. Quenty? Graham? Seid ihr das? Oh, ich hoffe, ihr wollt uns befreien. Na sicher. Ja, nicht. Im Moment bin ich nur ein Bote für Kobolde. Wie kommt ihr denn hierher? Kein Schimmer. Wir alle nicht. Ich erinnere mich noch, dass ich eine Gurken-Eiscremetorte für Bramble gemacht habe. Oh, hallo, Graham. Ich würde ja aufstehen und euch begrüßen, aber ich bin zu müde. Oh, ruh dich aus, Honigkuchen. Ich versuche leise zu sein. Bramble, es geht dir nicht gut. Sie braucht unbedingt Medizin. Der Haferbrei hat geholfen, aber sie bringen uns nichts mehr. Ja, die Quelle ist wohl versiegt. Wunderbar. Einfach toll. Wollen sie uns verhungern lassen? Ja. Wenn ich die in die Finger kriege, diese kleinen... Gwenty! Oh, entschuldige, Butterblume. Schlaf du nur weiter. Ui. Es ist nur... Hier unten könnte ich glatt mein Mitgefühl verlieren, wisst ihr? Wenn ihr Medizin findet... Bringt sie uns bitte. Ich werde mein Bestes geben. Vertragen. Ach, an diesen Knochen ist vorerst noch genug Liebe dran. Danke. Ich tue, was ich kann. Ja, wir schauen mal, wir fragen mal. Wie geht es ihr? Es ist schlimmer geworden, fürchte ich. Okay. Also, was ist der Plan? Wir brauchen Medizin, bitte. Schreib mir das einfach mal nebenbei auf, wen wir da haben. Nebenbei... Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Ich bin zu hungrig zum Fragen beantworten. Na klar. Was haben wir denn da? Warum geben sie euch Kochzubehör? Ach, ich frage mich, ob wir von Aufsehern oder unfähigen Zoowärtern bewacht werden. Berechtigte Frage. Ist das ein Ofen? Mit etwas Holz wäre es wohl einer. Mehr gab's nicht, ne? Mehr... gab es nicht. Nee. Okay. Bis dann. Bis dann, ihr Lieben. Der macht nicht viel und der macht auch nicht wirklich viel. Aber hier haben wir erstmal noch ein Spinnennetz, was wir mitnehmen werden. Boah, dieser ganze Lappen muss so klebrig sein. Aber die Vorstellung alleine. Wenn da eine Spinne drin sitzen würde. Eieieiei. Was können wir denn hier machen? No risk, no fun, oder was? Was nistete dort unten? Keine Arme, keine Kekse, sage ich nur. Eieiei. Oh, Spinnennetz. Oh. Junge, bist du das? Er ist jetzt kein Junge mehr, Chester. Er ist König. Königsjung. Klingt irgendwie nett. Oh, das stimmt. Wie können wir helfen? Die Frage ist, wie kann ich euch helfen? Oh, vergebt Chester. Sein Blutzuckerspiegel. Ihr habt nicht zufällig Snacks in eurer Krone? Schön wär's. Wenn doch, dann lasst es uns wissen. Natürlich. Wir haben an etwas gearbeitet, damit diese Wurzeln verschwinden. Aber Chester kennt die Zutaten nicht mehr. Hallo, kleiner Froschfreund. Darf ich deinen Rücken kosten? Es soll sich auch für dich lohnen. Beeilt euch ja, besser. Du gehst drauf, Chester, du hast deinen Spaß beim Essen. Ich weiß ja nicht. Also, alles möglich. Aber wir quatschen auch mal. Wie fühlt ihr euch? Ich könnte mich besser fühlen. Sie haben vier Herzchen. Okay. Schon mal gut zu wissen.
Oh, ich bin gegen die Maus gekommen. Entschuldigt, bitte. Wie ist der Plan? Erst müssen wir was essen. Dann können wir was ausklügeln. Mhm. Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Klar! Was haben wir denn? Das ist ein Gefängnis oder ein Museum? Irgendjemand muss diesen Koboldhortern Einhalt gebieten. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich versuche mein Bestes. Häkchen. Fliege? Fliege. Sonne, Wasser, was? Okay. Ist das eine Schokonuss? Schön wär's. Was es auch war, es ist verfault und hohl. Also ungenießbar. Okay. Was war der Stumpf? Wir haben ihn zu einem behelfsmäßigen Kessel umfunktioniert. Interessant, interessant. Aber auch das... Woraus ist diese Zelle gemacht? Sieht nach Baumwurzeln aus. Baumwurzeln aus. Okay, das war's. Bis demnächst. Gute Nacht, Sire. Gutes Nächtle. Was mit dir? Nochmal Wasser tanken, oder was? Na, wir gucken mal. Oh, das Netz. Nicht, dass wir das noch vergessen. Heieiei. Und ich suche mir dann Wolf, wo ich dieses blöde Spinnennetz vergessen habe, oder so. Soweit kommt's noch. Nun gut. So. Da haben wir auch schon gequatscht. Weiter geht's hier lang. Und wenn alle Dorfbewohner hier unten sind, müssten wir jetzt ja noch gleich zu unserer Herzdame kommen. Ich schätze mal, sie ist die Herzdame, weil er freut sich immer so, sie zu sehen. Ein Zettel? Mit einem Gehirn drauf. Sprechblasengehirn? Da ich jetzt nicht wirklich viel außer diesen Putzlappen in meinem Dings habe, wird da wahrscheinlich auch nicht viel bei... Oh, okay, ich bin schon ruhig. König Graham, schön, euch hier zu sehen. Amaya, euch haben sie auch entführt? Entführt? Nein. Ich bin Wentys Mädchenschrein auf der Suche nach meiner Matratze gefolgt. Ich habe 30 erwischt, dann ging dem Brösler der Saft aus. Keine Chance, jetzt bin ich hier. Wenigstens habt ihr jetzt euer Bett zurück. Ja, diese kleinen Felshirne scheinen sich für komisch zu halten. Lach mich ja nicht aus, sonst bist du gleich dran. Also, ich find's seid ihr bereit, super, hier abzuhauen? Vielleicht, mit eurer Hilfe. Sucht mir eine Klinge und haltet mich fit. Ja, ich such dir eine Klinge. Hallo. Hallo. Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich gut. Oh, sie ist noch voll mit 6 Herzen. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann schauen wir doch mal. Also, was ist der Plan? Findet eine Klinge. Diesen Winzlingen werde ich es zeigen. Ist gebongt. Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Wenn es sein muss. Na klar. Ein hübsches Bett. Ich habe hier unten so viele Betten gesehen. Ein Wunder, dass sie sich an meins erinnert haben. Ist doch eigentlich ganz nett. Was ist nur los mit dem Kerl? Sie scheinen den tiefen, rauchigen Klang meiner Stimme zu mögen. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Bitte nicht. Doch klar, warum nicht? Was ist nur los mit dem... Okay, das hatten wir eben. Dieser Kobold ist eine Spaßbremse, oder? Ja, solange der da ist, haben wir nichts zu lachen. Okay, okay. Kann ich hier oben noch irgendwas anschauen? Nö, nur ihn und das war's. Okay. Wiedersehen. Guten Abend, König Graham. Dann werden wir uns jetzt gleich mal an das letzte Spinnennest machen. Ich weiß ja nicht. Ja. Oh. Wunderbar. Tüdelün. Jetzt haben wir noch ein separates Netz. Dann gucken wir doch mal. So, das bringt nichts, an dem Dings zu rütteln, weil er guckt nur nach oben. Wir kriegen nur diese Sequenz. Also wir haben 2 mit 3, 1 mit 4 und 1 mit 6 Herzen, also volle Lebensanzeige. Schauen wir mal, was wir jetzt... Ich sollte ins Bett gehen. Wenn meine Arbeit erledigt war. Okay. Immerhin kann ich etwas Würde bewahren und an einem Tisch speisen. Ist das denn wirklich ein so richtiger Tisch? Ich war wirklich ziemlich mitgenommen. Okay, aber wir haben immer noch unseren einen Arm, unsere eine Stärkung. Was zur Hölle soll denn das?
Was fällt euch ein, ihr fiesen Kerle? Ich konnte nicht alle retten. Es war nicht wichtig, welche Wahl ich treffen würde, nur, dass ich eine treffen würde. Ganz ehrlich, mit dem Wissen, was ich gerade habe, wie kann er das sagen? Wer könnte das sein? Großvater, hier ist Gard. Kann ich zu dir? Aber ja, natürlich. Komm rein. Hattest du einen Albtraum, Junge? Albtraum? Natürlich nicht. Dein Licht war an und offensichtlich habe ich noch viel zu lernen aus deinen Geschichten. Na, dann komm rein. Setz dich. Nun, wo war ich? Ja. Eine Aussage, die mich nicht zufriedenstellt. Soweit ich verstand, war es meine Aufgabe zu füttern, was auch immer hinter dieser Tür war. Wir wissen es ja, es ist irgendeine Ratte vielleicht. So, er hat nur noch zwei, das heißt, ich streiche mal eins weg, damit man da Bescheid weiß. Der ist wahrscheinlich immer noch nicht ruhig gestellt, obwohl er den Kobold hatte. Nope, hatte er nicht. Ich weiß, wir sollen ihn füttern, aber... So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also, im Prinzip müsste jeder jetzt ein Herz abgezogen bekommen haben. Das heißt, Bramble kommt einen weg, hat auch nur noch zwei. Chester und... End, sage ich schon. Und seine Dame haben noch drei. Amaya müsste ein weniger haben. Ich behalte das Fleischstückchen erstmal noch. Weil sicher ist sicher. Ich weiß noch nicht, was hier kommt. Ja, genau. Was passiert da? Alles klar. In Ordnung. Wir haben die Keule, wir haben klebrige Spinnennetz. Können wir die da oben befestigen, damit es weiterhin die Sirene auslöst? Passiert dann irgendwas, wenn die ganze Zeit weiterhin die Sirene ausgelöst ist? Boah, ist das widerlich. Uah. Krieg glatt so einen Kälteschauer über meinen Rücken rüber, weil ich dies... Bah, ne. Gerade wenn ihr so nachts oder sowas durch ein Spinnennetz lauft, ne? Oh Gott, Herr im Himmel. Uah. Absolut nicht meins. Absolut nicht meins. Huch. Hallo? Am Fuße einer Art Koboldleiter wuchsen undefinierbare Pflanzen. Ja. In Ordnung. Gehen wir erstmal nach rechts rum. Was haben wir hier? Willkommen im Laden. Wie kann... Oh, hey! Sieh an, wer da reingeschneidet ist. Was zur Hölle macht er denn hier? Rest, Mann. Du hättest mich retten können, aber jetzt sitzt du ebenso hier im Reich der fliegenden Felsen fest wie der Rest von uns. Ja. Wirklich toll gemacht. Du kannst diesen Umhang und den Gefieder... Oh, hey! Ist das eine Krone auf deiner Rübe? Soll das ein Witz sein? König Edward hat den Kron einem Feigen nicht nur vermacht. Er hätte mich nie sitzen lassen. Ich war fertig und du... Verzeihung. Ihr schlagt mir jetzt in die Kronjuwelen. Oh, mir fehlen die Worte. Aber ihr habt mich bestohlen. Und noch etwas. Ich weiß, was ihr denkt. Ja, ich sehe fies aus hinter diesen Stäben. Aber das einzig Kriminelle hier sind die Preise. Aber nur heute habe ich ein besonderes Angebot für Popanzer wie euch. Heute kostet einiges die Hälfte. Mal vier. Ist das dein scheiß Ernst? Buenos Dias. Buenos Dias. Kann ich eure Waren sehen? Was haben wir denn hier? Vorsicht, nur nicht stören. Störe niemals Perfektion. Dieses Baby ist ein Allheilmittel. Baut auf, wenn man am Boden ist. Da läuft nicht nur die Werte Verdauung wieder. Voller Erbauung.
Wie teuer? Eine glänzende Goldmünze. Kommt zurück, wenn ihr flüssiger seid. Mir fehlt der klimpernde Klang in euren Taschen. Ja, ja, du mich auch. Metallstäbchen von meiner Reise in den Orient. Selten, exotisch, nicht zu teuer. Wie teuer? Eine glänzende Goldmünze. Kommt wieder, wenn eure Taschen voller Gold sind. Den Spruch werden wir uns jetzt noch ein drittes Mal anhören müssen. Letzte Schüssel Haferbrei mit Wertbeeren aufgepeppt. Okay. Schon gewusst, dass die Nährwerte für 2 ganze Tage in einer Portion enthalten? Wie teuer? 2 glänzende Goldmünzen. Junge, das ist nicht genug. Ja, ich habe ja auch gar nichts. Ich weiß, wo eine ist, aber... Also, ich muss einfach fragen. Ich spreche leider kein Nichtsnutzig. Junge, Alter, was ist der denn auf einmal so unfreundlich? Wie läuft das Geschäft denn so? Es ist schwer, in dieser Zelle seltene, wundersame Zutaten zu finden, aber es geht schon. Na klar, natürlich. Du... Wiedersehen, bist mir leb wohl. Ja, leb wohl. Weißt du, kannst du unten auch versauern. Dich rette ich nämlich nicht.